Hey guys und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein DIY. Und zwar ein ziemlich einfaches und ein super günstiges. Und zwar machen wir heute gemeinsam Handyhüllen. Also nein, die Handyhüllen existieren schon. Wir machen sie schöner. Und zwar habe ich euch in diesem Video drei Designs vorgestellt, die ihr ganz einfach malen könnt, auch wenn ihr malerisch nicht so talentiert seid, denn glaubt mir, das bin ich überhaupt nicht. Und ich würde mal behaupten, dass die Handyhüllen eigentlich ziemlich cool geworden sind. Schaut euch an und macht es eventuell nach. Auch ganz wichtig, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mit so viel Selbstbewusstsein diese Handyhüllen gekauft und war so richtig stolz, dass ich für mein Handy, super seltene Angelegenheit, drei Handyhüllen gefunden habe, die relativ neutral sind. Ich habe die Handyhüllen schon vor einiger Zeit gekauft und bin endlich dazu gekommen, dieses Video zu machen. Und gestern fällt mir so auf, das ist gar nicht mein Handy. Was habe ich da eigentlich gekauft? I don't know. Wo war mein Hirn? Ich weiß es nicht. Glück für euch, denn ich habe jetzt ganz spontan entschieden, dass diese drei Handyhüllen nicht bei mir einfach im Schrank liegen sollen, sondern dass ich sie an euch verlose. Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur bis zum Ende bleiben. Da werde ich dann alles erklären. Aber jetzt würde ich sagen, schaut euch erstmal das Video an, ob euch überhaupt eine Handyhülle gefällt oder ob ihr sie lieber nachmachen wollt. Also viel Spaß beim Video. Für die drei Designs braucht ihr logischerweise Handyhüllen für euer Handy. Ich habe mir jetzt einfach mal so ganz neutrale gekauft. Die habe ich zum Beispiel bei Teddy ganz günstig bekommen. Gibt es aber auch bei Action. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach eine, sag ich mal, etwas teurere kaufen. Ansonsten braucht ihr noch Pinsel und Acrylfarben. Dann benötigt ihr noch einen Acryl-Mattlack oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch einen glänzenden Lack benutzen. Aber ich hatte eher Lust auf einen matten Look. Und dann könnt ihr auch schon mit euren Designs beginnen. Ich habe jetzt einfach mal mit der durchsichtigen Hülle begonnen, habe mir dann weiße Farbe und Gelb und Orange auf meinen süßen Teller gemacht. Und dann ging es los und ich habe Gänseblümchen gemalt. Ich fand es irgendwie richtig cute, vor allem auch auf der durchsichtigen Hülle. Und ja, je nachdem, was für eine Farbe ihr drunter habt, finde ich das eigentlich echt ganz cute und habe einfach in verschiedenen Größen die verschiedenen Blumen gemalt. Und wenn die weißen Blumen dann getrocknet sind, könnt ihr dann auch mit der gelben Mitte anfangen. Ich habe das dann noch versucht, ein bisschen mit Orange so realistischer oder so mehr mit Schatten zu machen. Hat so semi funktioniert, deswegen habe ich es einfach gelassen. Und dann lasst ihr das Ganze einfach trocknen. Beim zweiten Design habe ich mir die graue Hülle ausgesucht, weil ich die am wenigsten schön fand, sage ich jetzt mal. Denn die übermalen wir sowieso erstmal eine Grundierung. Könnt ihr natürlich auch einfach ohne machen. Ich fand es irgendwie so besser, weil ich dann im Notfall quasi, wenn noch Stellen übrig bleiben, weiß drunter habe. Aber das werdet ihr gleich sehen. Als dann die Grundierung trocken war, ist es übrigens einfach nochmal schön auf die Farbe geknallt, wie man sehen kann. Aber ist nicht schlimm, wir übermalen das eh. Genau, als das dann trocken war, habe ich dann angefangen, mir so Pastellfarben zu mischen. Und da wollte ich so ein Design machen, das quasi einfach mit so einem, ich sag mal, so einem dicken Pinselstrich, dass man da auch noch die Konturen sieht. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll, aber dass es so richtig dick Farbe drauf ist und in so verschiedenen Farben. Ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein bereue ich ein bisschen, dass ich dieses Goldgelb benutzt habe. Das finde ich, hat jetzt im Nachhinein doch nicht so gut dazu gepasst, beziehungsweise war mir dann zu dunkel. Aber trotzdem fand ich, dass die Hülle eigentlich echt ein cooles Design hat. Und die hat auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil man natürlich immer wieder lange warten muss, bis die unterste Schicht fertig ist, damit man so ein bisschen auch über die andere gehen kann. Und wie ihr seht, war das nicht ganz so einfach. An meinen Händen kann man es gut erkennen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, es ist eine richtig coole Hülle geworden. Und für das letzte Design habe ich mir die schwarze Hülle ausgesucht und bin sehr happy, dass ich das auf einen schwarzen Untergrund gemalt habe. Und zwar malen wir hier drauf eine Blumenwiese. Ich bin am Anfang ein bisschen verzweifelt, weil meine Pinsel einfach nicht dünn genug waren, obwohl ich schon so ultra dünne Pinsel habe. Aber egal, ich fand es am Ende dann trotzdem schön. Also Leute, trust the process, würde ich sagen. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal in verschiedenen Grüntönen, also Stängel oder Grashalme, wie auch immer, gemalt. Ich habe dann erstmal mit Lila begonnen und habe das so
Lavendelmäßig gemacht. Genau, das fand ich irgendwie ganz cute. Und dann ging es weiter mit gelben Blumen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, aber sie existieren. Und dann ging es nochmal weiter mit Gänseblümchen und ja, habe einfach eine schöne Blumenwiese gemalt. Ihr könnt natürlich die Blumen malen, auf die ihr Lust habt. Ich habe das dann, damit es irgendwie noch so ein bisschen voller wirkt, habe ich dann unten auch noch an die grünen Stängel so ein paar grüne Blätter gemacht, so Eukalyptusmäßig. Ja, und dann wurde die Wiese tatsächlich relativ voll und mir gefällt es irgendwie super gut, dass es eine schwarze Hülle ist. Also würde ich jetzt mal wieder so machen. Und dann lasst ihr natürlich eure Hülle auch wieder gut durchtrocknen. Ich habe es einfach alles drei über Nacht trocknen lassen. Und dann benutzt ihr den Acrylmattlack und sprüht einfach eure Hüllen an. Das ist einfach nur zum Schutz, dass da nichts abblättert. Und das sind die drei Handyhüllen-Designs. Ich hoffe, dass sie euch gefallen und ihr Lust habt, da eins von nachzumachen. Ist wirklich super easy. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass euch die Designs gefallen haben und wenn ja, könnt ihr sie natürlich erstens super easy nachmalen und zweitens könnt ihr sie auch jetzt hier in diesem Video gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal ein Abonnent dieses Kanals hier zu sein und zweitens unter diesem Video hier kommentieren, was ihr euch so für ein Video wünscht. Das kann ein existierendes Video, was ich schon mal gedreht habe, sein, zum Beispiel Part 2 oder so. Oder aber ihr habt eine ganz andere Idee, schreibt sie gerne in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann in diesem selben Kommentar am besten noch euren Instagram-Namen, damit ich euch easy kontaktieren kann. Wortfindungsstörung. Und drittens natürlich noch, welche der drei Hüllen ihr haben wollt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück dabei und in meinem nächsten Video wird dann der Gewinner genannt, beziehungsweise werde ich euch dann eben auch auf Instagram kontaktieren und ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Follow auf meinem Kanal hier freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin macht's gut. Tschüss.